Wir machen jetzt schnell weiter und sind beim nächsten Thema, bei dem, was ich vorher angekündigt habe, als Blick in die psychosozialen Verfasstheiten von Subjekten, von Menschen, also wie sich das alles, was Uli jetzt angesprochen hat, auch spiegelt in den Subjekten selbst, in ihren Empfindungen, in ihren Erwartungen, in ihren Ängsten. Davon hast du ja schon gesprochen, sehr gut, der Übergang ist da. Ich würde jetzt Eileen Heller bitten, hierher zu kommen. Da ist sie. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat, Eileen, dass wir hier auch jetzt deinen Vortrag hören können, der sich vermutlich sehr gut ergänzen wird zu dem, was wir gerade gehört haben. Sie wird jetzt den Blick eher in die eigenen Verfasstheiten richten, also das, was in Deutschland geschieht. Und da haben wir ja genügend Anlass, tatsächlich mal genauer hinzuschauen, was da los ist. Eileen, ich muss es kurz sagen, Heller ist Sozialpsychologin, Mitarbeiterin des Mannheimer Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften, GESIS. Seit 2019 ist sie im Vorstand der Gesellschaft für psychoanalytische Sozialpsychologie, die ich auch sehr gut kenne. Ja. Sie ist Mitherausgeberin der Leipziger Autoritarismusstudien sowie der Zeitschrift Psychologie und Gesellschaftskritik. Sie hat zuletzt mit Peter Schmidt zusammen einen Sammelband zum Thema 30 Years After the Berlin Wall, German Unification and Transformation Research herausgegeben. Also nochmal, sehr froh, dass es geklappt hat. Wir hatten vorhin schon gesagt, ohne das Verständnis von den sozialpsychologischen Zusammenhängen wird es nicht gelingen, den Autoritarismus und den Rechtsextremismus zu bekämpfen. Wir müssen wissen, was da los ist, was die Leute antreibt, was die Ursachen sind und aus diesen Überlegungen heraus dann Überlegungen zu entwickeln, was Teile von Vision anderer Globalität sind. Also was brauchen Leute, um, sagen wir, gegen das Gefühl der Verunsicherung, gegen die Ängste, alles, was Uli schon erwähnt hat, dann anzukommen. Also, wunderbar. Eileen, das Wort hast du. Ja, ich muss mal ein bisschen gucken, ob man mich hier hört. Geht das so? Wunderbar. Herzlichen Dank für die freundliche Einleitung und vor allem auch für die Einladung. Ich war im Vorgespräch tatsächlich ein bisschen ratlos bis überfordert und meinte, so viel kann ich doch gar nicht beitragen zu einer globalen Perspektive. Welche Rolle soll ich denn auf so einem Symposium spielen? Und habe jetzt aber auch dem Vortrag eben von Ulrich Brandt gelauscht und dachte, ja gut, es geht ja auch darum, lokal zu schauen, was können wir tun, lokal zu schauen, welche Dynamiken zeigen sich hier und eben auch gerade den Blick vor die Haustüre zu werfen. Von daher hoffe ich, dass ich mit meiner Vorstellung der Leipziger Autoritarismusstudien und den Studienergebnissen aus 2022, die ja nun doch auch schon wieder 2 Jahre zurückliegen, doch auch wenigstens ein kleines bisschen zu der Debatte beitragen kann. Ich hoffe, dass wir dann auch noch im Anschluss genug Zeit haben, um wirklich ein bisschen auch in die Diskussion einzusteigen. Ich fände es spannend, die verschiedenen Perspektiven hier ein bisschen ins Gespräch zu bringen und miteinander zu diskutieren. Die Leipziger Autoritarismusstudie, Die Leipziger Autoritarismusstudie findet seit 2002 statt, alle 2 Jahre. Und was wir anschauen oder was wir machen, ist tatsächlich eine repräsentative Bevölkerungsumfrage in Deutschland mit dem Ziel, die Verbreitung rechtsextremer und autoritärer Einstellungen auch und gerade in dem, was wir die Mitte der Gesellschaft nennen, also der breiten Bevölkerung, zu erfassen. Wir verstehen uns dabei in der Tradition einer kritischen Gesellschaftstheorie und damit auch in einer psychoanalytisch ausgerichteten Sozialpsychologie. Ich will deshalb vor allem auch noch mal einige Worte zum theoretischen Hintergrund der Studien verlieren und dann auf die Studienergebnisse von 2022 eingehen. Ich werde vielen von Ihnen nichts Neues erzählen, wenn ich von den Arbeiten von Adorno et al. Und der Frankfurter Schule zum autoritären Charakter spreche. Die Wissenschaftlerinnen waren im Exil in den USA und haben dort eine Forschungsgruppe gegründet vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus, die von ihnen unter anderem als Zivilisationsbruch und Rückfall in die Barbarei beschrieben wurden. Gleichzeitig war ihre Exilerfahrung aber auch geprägt von dem Eindruck anhaltender rechtsextremer und nationalistischer Tendenzen auch in den USA, also ein bisschen
ein ähnliches Klima, was wir jetzt eben auch beobachten können. Und einige von ihnen glaubten sogar, dass es jederzeit zu einem Ausbruch des Faschismus auch in den USA kommen konnte. Gemeinsam mit einer Forschungsgruppe an der Berkeley University haben sie deshalb ein sehr großes Forschungsprojekt aufgesetzt, was mit einem sehr multimethodalen Ansatz, also sowohl umfragenbasiert als auch mit tiefen Interviews, versucht hat, das faschistische Potenzial von Individuen zu bestimmen. Und das bekannteste Ergebnis dieser Studie ist die sogenannte F-Skala. F-Skala steht dabei tatsächlich einfach kurz für Faschismus. Und anhand derer sollte es möglich sein, Individuen zu beurteilen, ob sie hoch oder niedrig scoren. Je nachdem, wo die Individuen dann positioniert wurden, haben sie eben nochmal Tiefeninterviews geführt und konnten anhand dessen dann Aussagen über die Psychodynamik treffen. Was sie gefunden haben, war, dass Autoritarismus, so wie sie es durch diese Skala erfasst haben, als Grundlage für verschiedene Formen von Vorurteilen diente. Also es kann verschiedene Einstellungen und Verhaltensweisen hervorrufen oder mit begünstigen, die wir als abwertend oder antimodern im weitesten Sinne beschreiben würden. Generell zeigen Individuen, die besonders hoch scorten, eine Tendenz zur Komplexitätsreduktion. Also eine Tendenz, schwierige Zusammenhänge zu vereinfachen, und auch das hatte Ulrich Brandt gerade eben gesagt, Stereotype, Denkkategorien zu entwickeln, Widersprüche nicht gut aushalten zu können und Mehrdeutigkeiten ebenfalls nicht. Else Frenkel-Brunswick, eine der Figuren dieser Berkeley-Gruppe, die häufig unter den Tisch fällt, aber eigentlich an zweiter Stelle dieses Autorinnenkollektivs stand, hat dabei den Begriff der Ambiguitätstoleranz geprägt, der vielleicht auch für ein Verständnis der heutigen Dynamiken sehr hilfreich sein kann. Diese mangelnde Ambiguitätstoleranz geht häufig auch einher mit einer Tendenz, sich einer Führerfigur zu unterwerfen, also einer Person, die eben diese Kategorien von oben und unten, von richtig und falsch, von drinnen und von draußen auch vorgibt, die also die Verantwortung übernimmt für eben diese Projektionen. Die Verantwortung wird damit auf ein Außen, also auf diese idealisierte Führerfigur verlagert. Alles Negative, was an negativen Affekten und negativen Dynamiken gesehen wird, wird auf ein Außen verlagert, also auf ein Feindbild. Das ermöglicht es den Individuen, in einer Masse aufzugehen, in der sie sich dem gleichen Ideal unterordnen und damit auch untereinander identifiziert sind. Als Sinnbild für diese Konstellation hat sich der Begriff des Radfahrersyndroms durchgesetzt. Deswegen sehen Sie auch das kleine Radfahrer-Icon da auf der Folie. Die Idee ist, dass es sich um Personen handelt, die nach oben buckeln, also ein bisschen wie eben auf einem Fahrrad, und nach unten treten, also gegenüber denjenigen, die eben in der Leiter weiter unten stehen und weniger privilegiert vielleicht auch sind. Ein dritter Aspekt, der auch in diesem Radfahrer drinsteckt, ist das Geradeausfahren. Also wir denken hier vielleicht eher wirklich an einen Rennradfahrer, der in der Spur bleibt, also der Konventionen auch als leitende Werte beibehält und jegliche Form von Veränderung erstmal kritisch sieht. Die Gruppe, also die Berkeley-Gruppe, hat die psychische Dynamik bereits von Anfang an zurückgebunden an autoritäre Sozialisationserfahrungen. Das heißt, an die Unterordnung unter eine Vaterfigur, die zu dieser Zeit wahrscheinlich auch noch stärker als heute in der Familie das Sagen hatte. Dabei griffen sie zurück insbesondere auf frühe Arbeiten von Erich Fromm. Das ist auch ein Fakt, der einfach oft untergeht, deswegen wollte ich das nochmal erwähnen. Und für die Gruppe, und das brauche ich, glaube ich, auch eigentlich nicht zu sagen, ist es natürlich auch wichtig, das Ganze zurückzubinden an eine gesellschaftliche Dynamik. Also wir haben hier eine kapitalistische Warenproduktion und eine Art und Weise, wie eben da auch unterworfen wird und psychische Dynamiken eben auch erst hervorgerufen werden. Das heißt, wir müssen den gesellschaftlichen Kontext, in dem solche Dynamiken entstehen, auch immer mitdenken. Das können wir natürlich in unseren Studien schwer, aber an mancher Stelle eben schon auch mit erfassen und versuchen es auf einer abstrakten oder zumindest theoretischen Ebene mitzudenken.
Ein zentraler Kritikpunkt an den frühen Autoritarismusstudien war der Fokus auf die frühkindliche Entwicklung, unter anderem eben auch, weil der Einfluss der bürgerlichen Kleinfamilie immer weiter zurückgegangen ist. Neuere Ansätze greifen das auf. Es kam zu einer Reduktion der ursprünglich eingesetzten Skala und der soziale Einfluss, also der Einfluss der Peer Groups, wurde stärker berücksichtigt. Ich würde vielleicht an der Stelle auch noch hinzufügen, dass wir uns heute vielleicht auch noch stärker mit dem Einfluss der sozialen Medien beschäftigen müssten, weil das gerade nochmal ein Faktor ist, der zusätzlich für die Befeuerung dieser Dynamik eine große Rolle spielt. Jedenfalls, und darin sehe ich auch noch einen weiteren wichtigen Aspekt, verstehen die neueren Ansätze Autoritarismus als Persönlichkeitsdisposition, also eine Verhaltensmöglichkeit, etwas, was vielleicht in der Sozialisation angelegt wird und unter bestimmten Umständen aktiviert oder eben abgemildert werden kann. Das heißt, es gibt hier eine Art Interaktion zwischen Sozialisationserfahrungen und situativen Faktoren wie Bedrohungswahrnehmung und äußeren Einflüssen und Krisensituationen. Wie wir Autoritarismus erfassen, greift darauf zurück. Wir gehen davon aus, dass Autoritarismus eben etwas ist, was wir auf der Individualebene messen, was aber gesellschaftlich bedingt ist. Wir sprechen auf der Individualebene deshalb von einem autoritären Syndrom und von einer autoritären Dynamik auf der gesellschaftlichen Ebene. Das heißt, wir interessieren uns für die gesellschaftlichen Bedingungen, die eben dieses autoritäre Syndrom auf der Individualebene hervorruft. Im Rahmen insbesondere der Corona-Proteste jetzt in der Corona-Zeit ist uns aufgefallen, dass die Konzeption des Radfahrers doch vielleicht nicht ganz ausreicht und wir sind zum ursprünglichen Konzept noch etwas zurückgekehrt und haben gesagt, wir brauchen noch mehr Dimensionen, die wir berücksichtigen, wenn wir über Autoritarismus sprechen. Eine zentrale Dimension, die wir jetzt eben wieder mit aufgenommen haben, die tatsächlich auch Teil des ursprünglichen Fragebogens von Adorno war, ist die Verschwörungsmentalität, eine andere ist Aberglaube und Esoterik. Neben dem Autoritarismus, der insbesondere in den neueren Erhebungen der Leipziger Studie ins Zentrum gerückt ist, ist es vor allem der Rechtsextremismus, der seit 2002 eigentlich das Kernstück unserer Studien bildet. Dabei liegt der Fokus der Analyse auf rechtsextremen Einstellungen, da wir das Verhalten zwar indirekt erfragen, aber nicht direkt beobachten können. Wir sehen die Einstellungen also als Verhaltenspotenziale, die sich ebenfalls eben unter bestimmten Umständen in Aktionen äußern, so wie rechtspopulistischem oder rechtsextremem Wahlverhalten, Mitgliedschaft in Parteien, Protestteilnahme oder sogar Gewaltaktionen. Grundlage der Erhebung bildet ein Fragebogen zur rechtsextremen Einstellung, dessen 6 Dimensionen bereits 2001 von einer Expertinnenkommission entwickelt und verabschiedet wurden und die sich empirisch seither recht eindeutig bestätigt haben. Ich will Sie mit der Empirie nicht zu sehr belasten, aber ich bin selbst auch quantitative Forscherin und finde es wichtig, dass man sich Gedanken über die Qualität der Befragungen macht, die da durchgeführt werden, weil wir insbesondere in den letzten Jahren da auch einen Anstieg an Forschung hatten, die sich im Nachhinein als gar nicht so qualitativ hochwertig erwiesen hat. Zu unserem Fragebogen deshalb kurz: Den Kern der rechtsextremen Einstellung bildet in unserer theoretischen Konzeption eine Ungleichheitsvorstellung, also die Vorstellung, dass eben nicht alle Menschen gleich viel wert sind, sondern manche mehr und manche weniger. Diese Ungleichheitsvorstellungen äußern sich sowohl auf politischer als auch auf sozialer Ebene. Auf der politischen Ebene sprechen wir von einer Neo-NS-Ideologie. Dort finden wir bei den rechtsextrem Eingestellten einerseits eine Befürwortung zur rechtsautoritären Diktatur, also einer nicht-demokratischen Staatsform. Das geht auch in die Richtung, was Ulrich Brandt gesagt hat. Eine weitere Dimension bildet der klassische Antisemitismus. Da haben wir solche Items wie: Auch heute ist der Einfluss der Juden noch zu groß.
sowie die Verharmlosung des NS mit Items wie die Nationalsozialisten, der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten. Diese Items sollen unsere Befragten dann immer auf einer Skala von 1 bis 5 beantworten, beziehungsweise sollen ihre Zustimmung angeben, also von Stimme nicht zu bis Stimme voll und ganz zu. Der Sozialdarwinismus als letzte der Dimensionen der Neo-NS-Ideologie erfasst die Kernvorstellung von sozialer Ungleichheit. Dort haben wir eben solche Items wie: es gibt wertvolles und weniger wertes Leben. Auf der sozialen Ebene, das eben war jetzt die politische Ebene, wir kommen jetzt in den sozialen Bereich, sprechen wir von ethnozentrischen Einstellungen. Hier haben wir als Dimensionen einen chauvinistischen Nationalismus. Dort haben wir solche Aussagen wie: wir sollten endlich wieder Mut zu einem stärkeren Nationalgefühl haben. Und zuletzt, und das ist die Größe, die nach wie vor immer noch am relevantesten ist, und das beobachten wir seit 2002 und werde ich auch gleich nochmal zeigen, da haben wir solche Aussagen wie: die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Ich habe gerade schon gesagt, das sind jeweils Aussagen, die die Befragten auf einer Skala beantworten sollen. Das sind jeweils 3 Aussagen pro Dimension. Wir haben die Werte 4 und 5, also die Zustimmung, die tatsächlich sagt, Stimme zu oder Stimme voll und ganz zu, als Zustimmung gewertet. Dann haben wir eine Kategorie, die ist teils, teils. Diese Kategorie ist quasi der Mittelwert. Dort können sich die, wollen sich die Befragten nicht so richtig positionieren. Das heißt, die stimmen der Aussage teilweise zu, können sie aber auch nicht gänzlich ablehnen. Wir sprechen daher von einer latenten Zustimmung. Genau, kurz zur Befragung. Die LAS ist eben eine repräsentative Befragung, die seit 2002 durchgeführt wird. Die Vergleichbarkeit wird sichergestellt, indem wir seit 2002 jedes Jahr mit demselben Umfrageinstitut arbeiten. Das ist ein unabhängiges Umfrageinstitut, was einen aussagekräftigen Querschnitt der Bevölkerung erhebt. Eine Face-to-Face-Befragung, das heißt, es laufen tatsächlich Interviewer von Haustür zu Haustür und klingeln. Die ist mehrfach randomisiert, das heißt, es handelt sich um eine Zufallsauswahl. Und wir haben insgesamt 2022 2500 Personen befragt, 1987 aus den alten Bundesländern, 535 aus den neuen. Damit, die schnellen Rechner unter Ihnen haben festgestellt, wir haben mehr Ostdeutsche als laut Aufteilung nötig wäre. Das machen wir, weil uns der Ost-West-Vergleich tatsächlich sehr wichtig ist. Und wir sehen, dass im Osten bestimmte Dynamiken vorherrschen, die wir gerne mit den Dynamiken in Westdeutschland vergleichen möchten. Und um da eine ausreichend große Stichprobe zu haben, nehmen wir eben diese, man spricht von einer Überquotierung, die wir da vornehmen. Genau, zunächst zu den Zustimmungswerten zu den rechtsextremen Aussagen. Ich habe jetzt einzelne Dimensionen ausgewählt. Hier ist der Antisemitismus stellvertretend für die 4 Bereiche der Neo-NS-Ideologie. Was wir hier sehen, ich will kurz auf die Grafik eingehen, weil wir jetzt ein paar von diesen Grafiken sehen. Wir haben hier unten in hellblau, das ist die manifeste Zustimmung. Dann hier oben, das ist der latente Teil. Also hier unten die Zustimmungswerte sind die, die eben bei 4 oder 5 lagen, während das hier die Teils-Teils-Äußerungen sind. Was wir sehen ist, dass die manifeste Zustimmung in diesem Bereich und auch in den anderen Bereichen der Neo-NS-Ideologie eigentlich relativ niedrig ist. Also wir haben hier Zustimmungswerte von weniger als 10%, aber immerhin noch von 6,8%. Besorgniserregend ist aber insbesondere die latente Zustimmung, also das Potenzial, was da noch besteht, auch mobilisiert zu werden. Und dieses Muster, dass es eine relativ niedrige manifeste Zustimmung, aber eine sehr hohe Latenz gibt, das sehen wir eben durch den ganzen Bereich der Neo-NS-Ideologie hindurch. Im Bereich des Ethnozentrismus sieht es etwas anders aus. Ich habe hier die Dimension des Chauvinismus. Da haben wir jeden 5. Der findet, dass es das oberste Ziel deutscher Politik sein sollte, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht. Wenn man hier die latente Zustimmung hinzunimmt, sind es fast die Hälfte der Befragten.
Und auch in der Ausländerfeindlichkeit der zweiten Dimension des Ethnozentrismus, wie ich es gerade schon angedeutet habe, zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch 2022 finden über 50% der Befragten, dass die Bundesrepublik durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet ist oder können diese Aussage zumindest nicht ablehnen. Also hier haben wir wirklich ein extrem hohes Potenzial und es zeichnet sich ab, dass von diesem Potenzial jetzt in den letzten 2 Jahren auch schon einiges mobilisiert wurde. Wenn wir uns die Ergebnisse zu diesen Gesamtwerten im Zeitverlauf anschauen und hier abgebildet sehen Sie nur die Personen, die tatsächlich manifest über alle Items zugestimmt haben, zeigt sich ein interessantes Bild. Wir sehen, das hatte ich gerade auch schon gesagt, insgesamt eher einen Rückgang der manifest geschlossenen rechtsextremen Einstellungen, wenn man alle Dimensionen berücksichtigt. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass es eben mal einen Rückgang in der Neo-NS-Ideologie gab. Schaut man sich nämlich beispielsweise nur die Ausländerfeindlichkeit, also den Ethnozentrismus an, hier stellvertretend, dann gibt es über die Zeit hinweg zwar Schwankungen, die sind teilweise durch Krisensituationen wie die Banken- oder Flüchtlingskrise zu erklären, aber insgesamt bleibt der Anteil der manifest ausländerfeindlich eingestellten Befragten sehr hoch über die Zeit hinweg. Offenbar hat autoritäre Aggression, was wir sozusagen als Grundlage auch für diese Einstellung verstehen, in den letzten Jahren Ausdrucksformen insbesondere im Ethnozentrismus gefunden, aber es gibt auch noch weitere Ausdrucksformen, auf die ich noch kurz eingehen möchte, die wir als problematisch oder vermehrt problematisch einstufen würden. Seit 2021 erheben wir beispielsweise neben dem klassischen Antisemitismus auch noch 2 weitere Formen antisemitischer Einstellungen, die sich einmal als israelbezogener Antisemitismus äußern und zum anderen als Schuldabwehr-Narrativ. Der israelbezogene Antisemitismus, wir haben hier so Items wie durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer, ist 2022 unverändert hoch. Und auch die Zustimmung zu den Aussagen, die dem Schuldabwehr-Antisemitismus zugeordnet werden, ist ungebrochen hoch. Im Vergleich zur Erhebung 2020 ist sie sogar leicht angestiegen. Über 60% der Befragten finden, wir sollten uns lieber gegenwärtigen Problemen widmen, als Ereignissen, die mehr als 70 Jahre vergangen sind. Was wir hier sehen, ist natürlich auch eine Geschichtsvergessenheit. Das ist auch ein Punkt, den ich, wenn wir jetzt gerade in lokale Arbeit gucken, den ich sehr wichtig finde, weil wir diese Zustimmung vor allem auch in der jüngeren Generation finden. Also es geht hier wirklich auch darum, ein Verständnis für Zusammenhänge zu schaffen, gerade auch in der jungen Generation politische Bildungsarbeit zu leisten. Und ich glaube, das können wir eben an solchen Zustimmungswerten auch mit ablesen und es zeichnet sich tatsächlich in unseren jetzigen Analysen ab, dass das eben auch dieses Jahr wieder so sein wird, dass Zustimmung insbesondere in den jungen Generationen problematisch wird. Zusätzlich finden wir insbesondere im Osten auch einen Anstieg in anderen fremdenfeindlichen Einstellungen. Da blieb die Muslimfeindschaft 2022 auf ähnlich hohem Niveau und im Osten hat sie zugenommen. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, auf den Osten als mit dem Finger zu zeigen, weil ich denke, dass sich die Dynamiken, die sich dort abzeichnen, auch und gerade im Westen auch wiederfinden können und wir auch da zu Projektionen neigen auf die neuen Bundesländer. Genau, deswegen würde ich tatsächlich diese Werte auch eher als Vorboten lesen für das, was uns hier im Westen vielleicht auch noch blühen kann. Auch die Zustimmung zu Aussagen, Sinti und Roma neigten zur Kriminalität, steigt in den neuen Bundesländern im Vergleich zu 2020 an, während sie im Westen eher abgenommen hat. Einen letzten wichtigen Punkt finde ich die Verbreitung der eine Verschiebung der autoritären Aggression, die sich insbesondere auf die Rolle der Frau und Frauen in der Gesellschaft bezieht. Wir finden deutliche Anstiege im Antifeminismus, den wir seit 2020 miterheben.
Die Zustimmungswerte sind hier sowohl bei Frauen als auch bei Männern deutlich angestiegen von 2020 auf 2022. Und in der Gesamtbevölkerung vertritt fast ein Viertel der Befragten antifeministische Positionen. Angestiegen sind außerdem die Zustimmungswerte zu klassischen Geschlechterrollen. Aus anderen Langzeituntersuchungen wissen wir hier, dass die ostdeutsche Bevölkerung zwar tendenziell traditionellen Rollenbildern eher skeptisch gegenübersteht als die Westdeutschen, was wir unter anderem eben auch auf Sozialisationserfahrungen in der DDR zurückführen. Aber gerade in der jüngeren Generation auch wieder finden wir eine Rückkehr, also sowohl Ost wie West, eine Rückkehr zu eben traditionellen Rollenbildern, wo die Frau sich wieder mehr auf die Rolle als Ehefrau und Mutter besinnen sollte, als Beispiel in dieser vier Dimensionen. Zuletzt haben wir noch ein gewaltbezogenes Männlichkeitsideal erhoben. Dafür haben wir vier Fragen zur Vorstellung der Rolle von Männern, insbesondere in Familienkonstellationen und Beziehungen, eingesetzt. In der Gesamtbevölkerung vertreten mehr als die Hälfte der Befragten die Ansicht, dass im Zweifel nach wie vor der Mann die Verantwortung als Ernährer der Familie übernimmt. Und mehr als ein Drittel der Befragten findet außerdem, dass ein Mann bereit sein sollte, seine Frau und Kinder mit Gewalt zu verteidigen. Und auch, dass Männer grundsätzlich einen rationaleren Blick auf die Dinge haben als Frauen, finden mehr als ein Drittel der Befragten. Eine kurze Zusammenfassung, und ich denke, dann haben wir vielleicht wirklich noch etwas Zeit für Diskussionen. 2022 erleben wir einen Rückgang in vielen Dimensionen der rechtsextremen Einstellungen, und ich hatte es gesagt, wir haben eine anhaltend hohe latente Zustimmung, also der Teils-Teils-Antworten, die wir als Mobilisierungspotenzial verstehen. Insbesondere die Dimensionen der Neo-NS-Ideologie sind stark zurückgegangen. Besonders bemerkenswert war das tatsächlich im Osten, also dort sind sie weiter zurückgegangen als im Westen. Die Latenz ist aber, wie gesagt, hoch. Neben dem Rückgang in rechtsextremen Einstellungen beobachten wir gleichzeitig aber eine Verschiebung antidemokratischer Einstellungen und Ressentiments. Die autoritäre Aggression ist insbesondere im Osten angestiegen und Ressentiments werden verstärkt gegen MigrantInnen, Juden, Sinti, C und Romnia sowie gegen MuslimInnen geäußert. Außerdem verzeichnen wir einen besorgniserregenden Anstieg im Antifeminismus und Sexismus, und es kommt zu einer Rückkehr zu tradierten Geschlechterrollen und Frauenfeindlichkeit. Wir beobachten insgesamt also eine große Fragmentierung und ein hohes Polarisierungspotenzial, aber da ich auch nicht auf ganz so negativer Note enden will, ich denke, dass da eben auch noch ein großes Mobilisierungspotenzial besteht. Also die Latenz verweist auch darauf, dass da Kräfte noch nicht sich entschieden haben und dass die in die eine oder in die andere Richtung bewegt werden können. Und ich denke, das sind die Personen, mit denen wir eben auf lokaler Ebene auch sprechen können, die wir einbinden müssen und wo wir versuchen müssen, mit einer politischen Arbeit, aber auch mit eine Arbeit im eigenen Nahfeld anzuknüpfen. Vielen Dank. Hallo? Ja. Also ganz herzlichen Dank, Aline Heller. Ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen klarer, was in Deutschland los ist. Und das ist auch super, dass der Ost- und West-Vergleich dabei gewesen ist. Ich teile das voll und ganz, habe es am Anfang auch gesagt, man muss dafür Sorge tragen, dass nicht noch mehr Leute in die Falle von solchen Ideologien laufen. Und das ist ja mit dem Begriff der Latenz wunderbar gefasst. Da ist die Frage sicher, was ist zu tun, um das Letzte, was Sie gerade gesagt haben, voranzutreiben, nämlich, dass sich positiv findet und nicht negativ. Jetzt haben wir die Wahlen in Brandenburg, in Thüringen und so weiter gehabt, und man könnte die Parteien reinschauen, die alle jetzt sagen, wir haben verstanden, wir müssen jetzt unsere Politik ändern. Und meine Frage ist, sieht man da Anlass dafür, dass sie wirklich etwas ändern? Das ist eine Frage, die ich gerne Aline Heller stelle, aber ich würde sie auch gerne noch Uli Brandt stellen. Und vielleicht kann Uli noch mit dazukommen hier, und dass wir gemeinsam diskutieren und dann vielleicht auch unsere zwei Fragen ins Publikum haben. Ein bisschen Zeit ist ja noch.
Genau, also ich würde tatsächlich auch auf was verweisen, wo Ulrich Brandt gerade eben schon drauf angesprungen ist sozusagen, nämlich die Sache der sozialen Ungleichheit. Also wir haben in unserer letzten Erhebung auch eine sogenannte Mehrebenenanalyse durchgeführt. Wir haben uns Kontextfaktoren angeschaut, also berücksichtigt, wo die Leute leben und was für einen Einfluss das auf die Einstellung und auf den Autoritarismus hat. Und da war soziale Ungleichheit im Sinne von einer Einkommensungleichheit tatsächlich ein großer Faktor als begünstigender Faktor. Es ist ein bisschen so, dass tatsächlich die individuellen Einschätzungen immer noch wichtiger sind. Also es ist wichtiger, ob die Menschen sich abgehängt fühlen, als ob sie das tatsächlich sind. Das heißt, man müsste sich wahrscheinlich mehr auch noch um die Narrative, die da bedient werden, kümmern. Aber ich denke, dass es trotzdem auch eine Interaktion eben zwischen diesen objektiven Faktoren, den Strukturfaktoren und den individuellen Einschätzungen gibt. Ja, erstmal herzlichen Dank, ich habe auch ganz viel gelernt. Ich denke immer bei dieser Frage von Einstellung und den Bedingungen an die Stadt Wien. Es ist eine wohlhabende Stadt, die insgesamt total gut funktioniert, eine lebenswerte Stadt, und trotzdem hat da die FPÖ 30%. Und das sind Einstellungen, das sind Diskurse, das ist ein Niedermachen auch von Politik, ein Verächtlichmachen auch von Medien und anderem. Von daher finde ich diese Spannung ganz wichtig. Und auf Thomas' Frage, das ist natürlich eine Riesenfrage, und wir werden es am Nachmittag. Ich würde sagen, was wir aktuell brauchen, sind sowas wie emblematische Konflikte. Also Konflikte, emanzipatorische Konflikte, Konfliktgegenstände, in denen wir zeigen, es geht um was und es ist was durchsetzbar. Und das will ich jetzt nicht auf Protestbewegung reduzieren, sondern ich habe vorhin Andreas Babler zitiert, wenn, das wäre natürlich jetzt ein Wunsch, ne, wenn jetzt wirklich die nächste Regierung in Österreich, ist kaum vorstellbar, aber sagen wir mal, es kommt zu einer Überraschung am Sonntag, nicht die ÖVP, die eine grauenvolle Partei ist, und nicht die FPÖ in der Regierung hätte, sondern wirklich ein linkes Bündnis. Manche wissen, es gibt noch die KPÖ, die da vielleicht, die wäre nicht in der Regierung, ne, aber sozusagen auch relevant wieder wird. Und dann zu sagen, ja, wir nehmen Ungleichheitsfragen auch auf der politisch-institutionellen Ebene ernst und haben, da kommt wieder eine Vermögenssteuer, da wird was glaubwürdig, das würde ich mir vorstellen. Und eben aber auch auf der Ebene, wir hatten vorgestern Hans-Jürgen Bieling, manche hatten eine Diskussion in Göttingen bei diesem Kongress, und er sagt, nach einer Einschätzung der EU-Politik, auch er hätte 2018 nicht gedacht, dass es dann eine Klimagerechtigkeitsbewegung gibt. Und wir wissen nicht, ob wir in 2 Jahren wieder eine Klimagerechtigkeitsbewegung haben, die dann wieder diese Konflikte um eine Nichtbearbeitung der Klimakrise aufnimmt. Also das wären Ansatzpunkte. Und ich würde immer, es ist nicht beliebig, aber es hat was Kontingentes, welche Konflikte werden bearbeitbar, und was wir hier machen können auf so einer Tagung und auch in unserer anderen Arbeit, uns vorbereiten mit guten Argumenten, wenn denn diese Konflikte kommen. Und ich finde, dass die 90er Jahre, die kritische Wissenschaft, die kritischen NGOs dazu beigetragen haben, dass dann die globalisierungskritische Bewegung, die dann losging in den 90er, auch Stoff hatte, Futter hatte, Strategien hatte, um das umzusetzen. So würde ich mir das also kontingent vorstellen. Willst du was sagen? Ich fand das ein sehr gutes Plädoyer. Ich denke, auch da nochmal wäre es gut, sich die digitalen Medien nochmal stärker in den Fokus zu rücken. Das ist für uns total schwierig, weil der Zugriff natürlich sehr beschränkt ist darauf. Aber da entwickeln sich einfach auch Bubbles, wie man so schön sagt, und Räume, in die man versuchen muss, irgendwie auch reinzukommen und da zu intervenieren. Gutes Plädoyer auf jeden Fall, ja. Ich sehe da erstmal die Formulierung einer starken Aufgabe für eine kritische Öffentlichkeit. Das, was du am Anfang geschildert hast, ist ja eine klare Zunahme von autoritären Dynamiken in der Gesellschaft. Es wird ja nicht weniger werden, wenn sich das so durchsetzt. Und wir sehen ja dann die Ergebnisse, und da habe ich wirklich die Befürchtung, dass das, was noch latent ist, immer weiter in die, aufgrund der Narrative, die nicht verändert sind, immer weiter in die rechte Ecke gedrängt werden. Und da muss man sich dann drauf einstellen. Die Frage ist, dann kommen wieder neue Krisenhaftigkeiten und neue Kontingenzen. Das ist alles, und dann muss man auch darauf vorbereitet sein. Keine Frage. Die Chancen zu ergreifen. Also das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir jetzt am Ende dieses Vormittags auch definieren können. Aber wir können jetzt gerne nochmal 2, 3 Fragen aus dem Publikum. Da haben wir gerade hier vorne schon Eva und da eine. Haben wir ein Mikrofon? Egal jetzt an wen, ne? Uns beide. Ne?
Bist du rum? Großartigen Vormittag an beide Vorträge. Ich habe eine kurze Frage je, und zwar zu Herrn Brandt. Ich fand es ganz wichtig, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass der Kapitalismus sich nicht mehr auf die Art, wie in der Nachkriegszeit, wird stabilisieren können, weil das uns ja immer wieder entgleitet, uns vorzustellen, was das eigentlich heißt, dass wir sozusagen auf die Dauerkatastrophe zusteuern. Trotzdem hat mich das stutzig gemacht, denn wäre es nicht präziser zu sagen, das, was sich nicht stabilisieren lässt, ist sowas wie das Soziale, denn der Kapitalismus stabilisiert sich ja immer über Krisen und ich würde auch sagen, immer schon über Katastrophen, und er hat zum Beispiel jetzt weniger Systemkonkurrenz, als er in der Nachkriegszeit hatte. Und die, also dazu, ich würde gerne überzeugt werden, aber ich habe das Gefühl, es gibt ja genau diese Stabilisierung in der Dystopie. Und an Frau Heller, ja, herrlich, mich interessiert natürlich total der philosophische Hintergrund. Und ich frage mich, ob man nicht ein bisschen stärker an dem Radfahrermotiv arbeiten oder sogar auch ein Stück weit davon Abstand nehmen müsste. Denn ich weiß, dass es die Idee auch von Herrn Decker, dass es sekundären Autoritarismus gibt, der direkt von der Wirtschaft exekutiert wird. Aber der derzeitige Faschismus weltweit operiert über den Freiheitsbegriff. Und es gibt nach dem Neoliberalismus gerade diese Selbstermächtigung und Souveränisierung in individuellen Domänen, die ganz wirksam ist. Und das scheint mir ein Stück weit andere Logik zu sein. Vielleicht, also ich wäre einfach neugierig, wie bei, ob es da schon Fragen zu gibt, sozusagen. Wollen wir noch eine zweite Frage dazu nehmen? Da war hier jemand. Da? Nicht? Dann geben wir erstmal hier die Antwort. Aileen. Ja, also das ist ein sehr interessanter Punkt. Also ich hatte es ein bisschen angedeutet, auch mit dieser Wiederaufnahme von Dimensionen in unseren Fragebogen. Das ist eine Fragestellung, die wir gerade akut bearbeiten sozusagen. Weil wir tatsächlich, und das ist auch ein Gedanke von Adorno und vor allem der Arbeitsgruppe um Adorno auch gewesen, dass es eigentlich zwei Dynamiken gibt. Und die sehen wir auch schon bei Freud in Massenpsychologie und Ich-Analyse. Das ist einerseits diese eher ich-stabilisierend, wird sie häufig genannt, die diese Bewegung gibt, des Radfahrers mit den drei Dimensionen, die ich gerade eben genannt habe, aber dann auch noch eine verschmelzende Dimension, die eher eine narzisstische Komponente vielleicht auch hat und die ganz stark auf einer Realitätsleugnung aufbaut. Und das ist was, was wir eben in der Verschwörungsmentalität dann ganz stark sehen. Die Verschmelzung sehen wir eben auch in solchen esoterischen Vorstellungen ganz stark. Und das ist unsere Idee, wenn wir sagen, wir nehmen wieder zwei Dimensionen noch zusätzlich mit hinzu. Ich glaube, unsere Erhebung dieser zwei Dimensionen, daran müssen wir noch vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Aber wir sind dabei, da was zu entwickeln, um dieser Bewegung gerecht zu werden. Ich weiß nicht, ob Sie beispielsweise auch die Arbeiten von Amlinger und Nachtwey kennen zum libertären Autoritarismus. Die greifen ja was Ähnliches auf. Also es ist auch ein bisschen zumindest die Vorstellung, dass das Ich wieder stärker ins Zentrum gerückt wird, dass es eben diese Verschmelzung und diese Realitätsverleugnung als Konglomerat dort gibt. Ja. Ja, vielen Dank. Ich will darauf hinweisen, wir haben im Schlusskapitel, ich wollte ja pointiert sein, uns sehr stark auf das Buch von Eva von Redeker, Bleibefreiheit, bezogen, weil das wirklich eine ganz starke Idee ist mit der Bleibefreiheit. Genau, nur wollte ich nochmal, vielen Dank für die Frage. Wir haben schon eine Annahme, eine politökonomische, gesellschaftstheoretische Annahme, dass Kapitalismus nicht immer nur Krise ist, sondern dass Kapitalismus in bestimmten Phasen besonders expansiv ist, wenn es, ich sag mal, Planungssicherheit gibt, ne, im Nachkriegskapitalismus. Auch der Neoliberalismus hat eine Planungssicherheit geschaffen. Und das Limit wäre, dass das nur noch begrenzter hergestellt wird im Dauerkrisenmodus. Und zweitens, so habe ich versucht zu argumentieren, das Wohlstandsversprechen des Kapitalismus, ne, Wachstum zu verteilen, gerät unter Druck, wenn die Reparaturkosten zunehmen. Das ist jetzt erstmal eine Hypothese, die wir uns anschauen müssen, aber wenn wir uns die Summen vorstellen, jetzt auch in Österreich, ein relativ kleines Land, was da in den Sommern in die Hochwassergebiete an Geld gepumpt werden muss, und dann reden wir gar nicht über die Länder, die das sich gar nicht leisten können, das wäre so eine zweite Dimension, die wir aufnehmen. Also das Limit ist, dass, was wir ja sowieso monströse Normalität nennen, aber diese Normalität, die wird sich nicht mehr herstellen, weil die Abzüge sind. Letzter Gedanke, den wir auch im Blick haben sollten, und das ist ja schon durchaus ein Projekt auch der Bundesregierung, werden wir nicht so eine Art Rüstungskeynesianismus haben.
Und das könnte natürlich enorme Profite in bestimmten Bereichen bringen. Ich fantasiere mal, aber warum, also bitte nicht mein Argument, nicht missverstehen, ja, aber starke Akteure könnten sagen, der Rückbau der Automobilindustrie, die Arbeitskräfte, die da freigesetzt werden, gehen in die Rüstungsindustrie. Ne? Metall, von Metall zu Metall sozusagen. Und das genau zu begreifen, ich habe da kein starkes Bild von, aber das genau zu begreifen, das ist eine Aufgabe, die wir uns stellen müssen. Ja, da werden wir dann heute Nachmittag auch darüber diskutieren können, wenn Jan van Aken dabei ist und genau über diesen Aspekt der Friedenspolitik und den Bedrohungen, die im Augenblick auszubaren sind, reden wird. Also das ist eine Ebene, die unbedingt mitzudenken ist, keine Frage. Gibt es noch eine Frage ganz dringend oder irgendetwas, was noch besonders wichtig wäre zu besprechen? Wenn das nicht der Fall ist, könnten wir auch uns vertagen auf den Nachmittag und können einfach feststellen, dass wir mal einen Blick geworfen haben in die Realitäten, auf das, was auf uns zukommt. Sowohl im Bereich wie der Kapitalismus versucht, sich am Leben zu halten und mit dem Limit umzugehen, also an Krisenhaftigkeit, wie du gesagt hast, das wird ein Dauermodus sein und das wird genau das Problem werden für Menschen, die letztendlich mit den Krisen leben müssen, aber keine Lust haben, dauernd in den Krisen zu leben, vor allem jüngere Leute, die auch Lebensplanung machen wollen und vielleicht sich eine Zukunft erhoffen, die jetzt nicht nur Krise bedeutet und dann in die Falle von Parteien laufen, die Krise einfach leugnen und sagen, findet nicht statt. Ja. Und das ist die Herausforderung, glaube ich, an der wir zu arbeiten haben und wo es vielleicht auch wirklich dringend notwendig ist, mit anderen Exemplen zu kommen, mit Beispielen zu kommen, die deutlich machen, dass es eben auch anders geht. Und dass man zum Beispiel jetzt, nicht mal das Elitenproblem angeht, die Ungleichheit ist ja Realität, das stellen wir fest. Spaß von Ungleichheitsvorstellungen, so als ist das etwas, was man imaginiert. Manchmal ist es auch beides, das kann man sehen. Ne? Aber dass man an der Stelle tatsächlich versucht, mal klarer zu kommen und deutlich zu machen, wie können wir diese Form von sozialer Ungleichheit im Vermögen oder in den Steuern und so weiter angehen und bekämpfen. Dann wäre etwas im Kontext von Realitäten verändert, was man vielleicht als Grundlage nehmen könnte, ein bisschen von dem Vertrauen wieder zurückzugewinnen, was absolut verloren gegangen ist bei Menschen. Ja, vielen Dank dann für die Aufmerksamkeit heute Vormittag. Wir können jetzt zum Mittagessen schreiten und wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen sind dann noch da und können auch nochmal bombardiert werden mit Fragen, die nicht unbedingt. Und dann sehen wir uns um 2 Uhr wieder mit der Möglichkeit eines Podiums zu den Themen, die schon angerissen sind. Vielen Dank.